Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Do-It-Yourself Platinenätzen, sprich hausgemachte Platinen. Und wir nutzen die sogenannte Direkttoner- oder Tonertransfermethode. In diesem Video werde ich sämtliche nötige Schritte und auch das entsprechende Equipment vorstellen. Auf dem Bild momentan sichtbar das Ergebnis: eine verzinnte Platine. Die Tonertransfer- oder Direkttonermethode hat einige Vorteile gegenüber der klassischen Belichtungsmethode. Es sind keine zusätzlichen Entwicklungsschritte und Chemikalien nötig. Bei der Direkttonermethode wird mehr oder weniger der Toner, also das Platinenlayout, als Toner auf einem speziellen Papier gedruckt, und von diesem Papier wird dann der Toner auf die Platine bzw. auf die Kupferschicht übertragen. Deswegen Tonertransfermethode. Das Papier eignen sich zum Beispiel Fotopapiere, aber auch die Seiten eines Magazins oder eines Katalogs. In meinem Beispiel und auch in vielen Foren wird der Reichelt-Katalog empfohlen, da es den natürlich kostenlos zu jeder Reichelt-Bestellung dazu gibt. Verwende auch ich in meinem Beispiel den Reichelt-Katalog. Ich konnte allerdings auch schon sehr gute Ergebnisse mit dem Konrad-Katalog erzielen. Selbstverständlich sind in so einem Katalog alle Seiten bereits bedruckt, und man könnte sich fragen, ob dann nicht auch das bereits gedruckte aus dem Katalog auf die Kupferseite der Platine übertragen wird. Nein, das ist nicht der Fall. Es wird einfach das Platinenlayout auf den schon vorhandenen Katalogdruck überdruckt, und nur das überdruckte, also der frische Toner, wird nachher bei der Direkttoner-Transfermethode auch wirklich auf die Kupferplatine übertragen. Somit muss man sich keine Sorgen machen. Selbst dunkle Stellen, wie hier auf dem Bild zu sehen, stellen kein Problem dar. Also sprich, irgendeine Seite aus dem Katalog auswählen, und wir fahren fort mit dem Ausschneiden dieser Seite. Zum präzisen Ausschneiden der Katalogseite verwende ich ein einfaches Teppich oder auch Cuttermesser genannt, schneide vorsichtig am Rand der Seite und ziehe die Seite dann nach vorne zu mir vorsichtig aus dem Katalog heraus. Schon habe ich eine einzelne Seite. Im nächsten Schritt benötigen wir die ausgeschnittene Katalogseite und einen Klebestift. Da wir das Papier natürlich nicht so, wie es ist, in den Laserdrucker einlegen können oder Fotokopierer, müssen wir die Katalogseite zunächst auf einer dieser zwei Seiten mit dem Klebestift bestreichen und dann auf ein normales DIN A4 Papier kleben, das wir dann anschließend in unseren Laserdrucker oder Fotokopierer einlegen. Wichtig ist natürlich, dass es sich wirklich um einen Laserdrucker oder Fotokopierer mit Tonereinheit handelt, da das Verfahren mit einem Tintenstrahldrucker nicht funktionieren würde. Nachdem das Papier aufgeklebt wurde, unbedingt die Klebekanten noch einmal glatt streichen, um einen möglichen Papierstau im Drucker zu verhindern. Nachdem der Klebestift getrocknet ist, lässt sich das entsprechend vorbereitete Papier einfach in den Laserdrucker in das Papierfach einlegen. Jetzt kann das bereits vorhandene Platinenlayout auf dem Computer ausgedruckt werden. Dazu sind noch ein paar Einstellungen im Druckerdialog nötig, die ich hier kurz vorstellen werde. Die entsprechend benötigte Seite mit dem Platinenlayout wird gewählt. Wichtig ist, dass die Größe 100% korrekt gedruckt wird, nämlich in der absolut korrekten Größe. Und bei den Druckeroptionen sollte noch alles gewählt werden, damit der Druck so schwarz und mit viel Toner wie möglich wird.
ausgedruckt wird, in diesem Fall mit optimaler Qualität und als Graustufendruck. Nach einer kurzen Aufwärmphase des Druckers und ein klein wenig Daumendrücken, dass es keinen Papierstau gibt, erscheint dann unser Platinenlayout auf dem vorbereiteten Papier bzw. der aufgeklebten Katalogseite und wir können es noch einmal überprüfen und nachsehen, ob das Layout in Ordnung ausschaut. Im nächsten Schritt benutzen wir wieder unser Cutter- oder Teppichmesser, um das Platinenlayout bzw. nur die feine Katalogseite von dem Ausdruck wieder zu entfernen. Sprich, wir schneiden sehr genau das Platinenlayout ringsrum aus, achten dabei, die Katalogseite natürlich nicht zu zerreißen. Deswegen ist es sehr wichtig, ein scharfes Teppichmesser oder Skalpell zu nutzen, um die Katalogseite zu lösen. An einer Seite lasse ich persönlich sehr gern ein Stückchen Papier über. Das erleichtert uns nachher das Ausrichten und auch das Fixieren der Katalogseite auf der Platine. Der nächste Schritt dürfte der anspruchsvollste Schritt sein. Es geht nun darum, das bereits ausgedruckte Platine-Layout auf der Katalogseite auf die Kupferseite der zu ätzenden Platine zu übertragen. Hierfür sind einige Gegenstände nötig, um dies durchzuführen. Im oberen Bereich sehen wir einen Badreiniger. Wir sehen eine Acetonlösung, die es im Drogeriemarkt zu kaufen gibt, ein Leinentuch bzw. eine Umhängetasche, einen Handschuh, einen Schutzhandschuh, ein Gefäß mit einer Spülmittellösung im lauwarmen oder handwarmen Zustand, eine Zahnbürste, ein etwas stärkeres Stück Papier oder kleinen Katalog, ein Topfuntersetzer oder Korkstückchen, etwas Aluminiumfolie für die bessere Wärmeverteilung, natürlich unser Platinenlayout bereits ausgeschnitten und bereits überprüft und natürlich eine Kupferplatine. Die Kupferplatine gibt es natürlich unter anderem im Reichelt-Katalog zu bestellen. Das Modell, das hier auf dem Bild sichtbar ist, ist geliefert aus China. Dort gibt es natürlich auch Kupferplatinen zu kaufen für einen erheblich günstigeren Preis. Natürlich mit dem Nachteil der deutlich verlängerten Lieferzeit, aber für meine Einsatzzwecke reicht mir das. Bevor das eigentliche Platinenlayout von der Katalogseite auf die Kupferseite der Platine übertragen wird, benötigen wir Aceton, nämlich für die Grundreinigung der Kupferseite der Platine. Auf der Kupferseite dürfen vor dem eigentlichen Übertragungsvorgang des Layouts keinerlei Fingerabdrücke oder sonstige Fette mehr vorhanden sein. Dafür eignet sich Aceton in Verbindung mit einem normalen Lappen, einen Baumwolllappen nutze ich hier oder vielleicht auch einen Spüllumpen. Einfach über die Flasche halten, ein wenig schütteln, bis das Tuch entsprechend beträufelt wurde von Aceton und dann in kreisenden oder längs- oder querbewegungen die Kupferseite entsprechend reinigen. Lieber etwas mehr Zeit nehmen bei diesem Schritt und 2 bis 3 Mal an einer anderen Stelle des Baumwolltuchs mit einer neuen Acetonladung das Ganze nochmals wiederholen, um wirklich sicher zu gehen, dass keinerlei Restschmutz mehr auf der Kupferseite vorhanden ist.
Nachdem die Kupferseite mit Aceton gereinigt wurde, können wir im nächsten Schritt das eigentliche Layout auf die Platine bringen. Natürlich wird die Katalogseite dabei mit dem gedruckten Layout umgedreht auf die Kupferseite gelegt und wie in meinem Beispiel kann man optional das Layout noch mit Hilfe eines Klebestreifens links und rechts ein klein wenig fixieren. Dabei sollte man allerdings ein klein wenig aufpassen, dass man nicht in die Klebeflächen gerät, so wie ich gerade. Und natürlich muss man auch beachten, später wird das ganze Layout mit Hilfe eines Bügeleisens oder Laminiergerät auf die Kupferseite übertragen und dabei kann der TESA-Film schmelzen. Das heißt, die TESA oder die klebende Seite sollte nicht unnötig auf dem Rest der Kupferplatine geklebt werden, da diese Seite sonst mit Kleberesten zerstört wird. Zu guter Letzt wird ein Stückchen Aluminiumfolie auf die Platine aufgelegt. Das sorgt dafür, dass die Wärmeverteilung vom Bügeleisen zur Kupferplatine erheblich verbessert wird. Und zu guter Letzt, die letzte Schicht, stellt das Leinentuch oder ein Einkaufsbeutel aus Leinen dar. Alles nochmal gerade rücken, die Falten ausbügeln und dann kann es losgehen. Wie gerade eben schon erwähnt, wird zur Übertragung des Platine-Layouts von der Katalogseite auf die Kupferseite der Platine eine Hitzequelle benötigt, um den Toner wieder zu verflüssigen, damit dieser in das Kupfer einzieht. Zwei Möglichkeiten sind die bekanntesten, darunter ein Haushaltsmittel, das klassische Bügeleisen, wie hier zu sehen, oder falls es ein klein wenig professioneller sein soll, ein entsprechend umgebautes Laminiergerät. In unserem Fall und in diesem Beispiel werde ich ein klassisches Standard-Bügeleisen nutzen. Wichtig dabei ist die Temperatureinstellung. Diese sollte ungefähr zwischen Wolle und Seide liegen. Ich kann an dieser Stelle keine genaue Aussage machen, welche Einstellung bei eurem Bügeleisen die perfekte ist. Fakt ist, es sollte heißer als 130 Grad warm werden. Ich würde empfehlen, 150 Grad zu wählen. Das lässt sich zum Beispiel mit einem Infrarotthermometer ganz einfach überprüfen. Wenn das Bügeleisen also die gewünschte Temperatur erreicht hat, können wir mit dem Übertragungsvorgang oder dem Bügelvorgang starten. Am besten legt ihr euch noch einen Timer oder eine Stoppuhr parat, damit ihr wisst, wie lang ihr schon bügelt. Wie lang zu bügeln ist, hängt natürlich auch wieder von der Temperatur des Bügeleisens und dem Druckpunkt ab, wie stark ihr auf das Bügeleisen drückt. Nicht zu leicht, aber auch nicht zu fest. Es sind sicherlich ein, zwei oder drei Versuche notwendig, bis ihr das Verfahren perfektioniert habt. Es gibt zwei mögliche Fehler, die sich nach dem Bügelvorgang herausstellen können. Beim Ablösen des Katalogpapiers von der Kupferplatte könnte sich auch der Toner lösen. Das wäre ein Zeichen dafür, dass mit zu wenig Druck oder zu wenig Temperatur gebügelt wurde. Im anderen Fall würde der Toner auf der Kupferplatine verlaufen sein. Das bedeutet wiederum, die Temperatur oder der Druck war zu hoch. Beides stellt allerdings überhaupt kein Problem dar. Es ist jederzeit möglich, den auf der Kupferplatine übertragenen Toner mithilfe der Acetonlösung wieder vollständig zu entfernen. Dafür einfach wieder das Baumwolltuch mit etwas Aceton tränken und den Toner abrubbeln. In diesem Fall auch wieder darauf achten, dass die Kupferseite nicht mit den Fingern berührt wird und auch sonst kein Schmutz auf der Kupferplatine übrig bleibt. Der Bügelvorgang an sich dauert ungefähr 2,5 bis 3 Minuten, natürlich auch wieder abhängig des Drucks und der eingestellten Temperatur. In meinem Fall hat sich bewährt, das Ganze ungefähr 2,5, 2, 3 Viertel Minuten bei mäßigem Druck und 150 Grad.
Beim Bügelvorgang muss darauf geachtet werden, dass sich die Hitze gleichmäßig verteilt. Auch darum, da sonst das Leinentuch eventuell verbrennen könnte. Deswegen drehe ich das Bügeleisen regelmäßig ein klein wenig und versuche dabei den Druck möglichst konstant zu halten. Die Alufolie, die wir in einer der darunterliegenden Schichten bereits aufgebracht haben, sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Wärme optimal verteilt. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, kann das Bügeleisen entfernt und auch das Leinentuch vorsichtig entfernt werden. Bitte unbedingt darauf achten, sich nicht an der Platine zu verbrennen. Diese ist mehrere hundert Grad heiß, auch ungefähr 160 Grad. Vorsichtig die Aluminiumfolie entfernen, dann das vorbereitete Spülmittelbad bereitstellen in einer kleinen Plastikschüssel und die Platine vorsichtig an den Rändern anfassend in das Wasserbad legen. Ich nutze hier noch ein kleines Teppichmesser, um die Tesafilme zu entfernen und um die Platine herauszuheben. Bereits kurz nach dem Eintauchen sieht man, wie sich die Katalogseite selbst ein wenig transparenter gestaltet und mit Wasser vollsaugt. Es sind schon jetzt die Leiterplatinen oder die Leiterbahnen sichtbar, ein klein wenig im Wasser verwirbeln, hilft zusätzlich das Wasser in die Katalogseite einziehen zu lassen. Und es ist schon jetzt möglich, mit Hilfe des Fingers die Katalogseite teilweise abzuziehen, zumindest eine der oberen Schichten. Hier muss man besonders vorsichtig vorgehen, um nicht, wie vorher bereits angesprochen, auch den Toner selbst abzulösen. Es hilft zudem natürlich, die Platine etwas länger einzuweichen und für mich persönlich hat es sich als sehr hilfreich herausgestellt, mit kreisenden Bewegungen des Daumens das Papier, das verbleibende Papier abzulösen und besonders hilfreich in diesem Fall ist der Silikonhandschuh, der eine etwas rauere Oberfläche als die nackte Haut bietet, somit noch ein klein wenig einfacher die verbleibenden Papierfasern abzurubbeln. Auf den Leiterplatinen, auf den Leiterbahnen selbst darf gerne noch eine Papierfaser verbleiben, allerdings unbedingt darauf achten, dass zwischen den Leiterbahnen kein Papier mehr ist, da dies sonst zu Kurzschlüssen später führen würde. Nachdem bereits der Großteil der Papierseite oder Katalogseite von der Kupferplatine entfernt wurde, eignet sich ein handelsüblicher Badreiniger, um eine Restreinigung durchzuführen. Dabei einfach mit einer Zahnbürste ganz, ganz vorsichtig mithilfe eines Sprühers Badreiniger die restlichen Papierfetzen zu entfernen. Der Badreiniger sorgt zudem dafür, dass sich die verbleibenden Papierfasern auflösen. Sollte hier nicht vorsichtig genug vorgegangen werden, passiert genau das, dass ich jetzt hier auch feststellen muss, dass sich leider Leiterbahnen ablösen. Das heißt, auch bei meinem ersten Versuch, dieses Video zu drehen, ging leider ein klein wenig etwas schief,
nämlich die Temperatur des Bügeleisens, war nicht ganz perfekt eingestellt und auch der Druckpunkt hat nicht gestimmt. Deswegen lösen sich hier die Leiterbahnen. Ich werde das auch noch einmal ein klein wenig besser zeigen. Sollte das der Fall sein, mit Aceton alles nochmal entfernen und das Layout nochmal neu drucken und aufbringen. Hier also auch mein zweiter Versuch, das Papier abzulösen, dieses Mal erfolgreich. Jetzt kann die nicht benötigte Kupferseite entfernt werden von der Platine. Ich nutze hier in diesem Video ein einfaches Cuttermesser dazu, die Platine entsprechend zu verkleinern. Das benötigt sehr viel Arbeit, ist ziemlich umständlich. Laut Foren soll aber zum Beispiel auch eine Fliesenschneidemaschine funktionieren oder eine entsprechend dicke und professionellere Universalschere soll möglich sein. Aber falls man so etwas nicht zur Hand haben sollte, wie ich in diesem Fall, funktioniert auch ein Cuttermesser. Man benötigt einiges an Geduld, viele Schnitte, aber dann funktioniert auch das und die Platine lässt sich über der Tischkante einfach brechen. Die Platine ist nun vorbereitet für das eigentliche Ätzen, der eigentliche Ätzvorgang. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Platinen zu ätzen. Verschiedene Ätzmittel werden verwendet oder können verwendet werden. Das eine wäre die klassische Methode mit der Eisen-3-Chlorid-Methode. Die hat allerdings die Nachteile, dass die Methode etwas geruchsbelästigend ist und falls die Lösung mit Tisch oder mit Händen oder Kleidung in Kontakt kommt, verursacht das ziemlich unschöne gelbe Flecken. Zudem ist die Methode etwas veraltet und eigentlich ja etwas überholt. Es gibt noch die Möglichkeit, mit Salzsäure zu ätzen. Aufgrund der Gefährlichkeit von Salzsäure würde ich davon abraten und rate stattdessen zur dritten Möglichkeit, die auch am weitest verbreiteten ist, nämlich mit Natriumpersulfat. Natriumpersulfat sind mehr oder weniger Salze, die sich in Wasser auflösen, geruchlos sind und die sehr oft wiederverwendet werden kann. Die Lösung, nachdem sie aufgelöst ist in Wasser, ist zunächst transparent und sobald viel Kupfer darin aufgelöst wurde, viel Metall aufgelöst wurde und die Säure gesättigt wird, so färbt sich die Säure blau und man weiß, man muss ein neues Säurebad ansetzen. Für das Säurebad selbst wird ein Plastikcontainer oder ein Glascontainer benötigt. Ich habe in diesem Fall ein Ätzgerät der Firma Reichelt gekauft. Dieses besteht aus einer Plastikküvette mit einem Platinenhalter, einer Aquariumheizung und eines Thermometers und bietet zusätzlich noch eine Membranpumpe in der weißen Hülle mit einem Schlauch verbunden, über den dann Luftblasen nach oben steigen. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, so kann man dann auch sehen, wie die Luftblasen langsam aufsteigen und das Wasserbad wird auf die benötigte Temperatur von 45 Grad erwärmt und auch auf dieser Temperatur gehalten, das sehr wichtig ist, damit der Ätzvorgang optimal abläuft. Sollte die Temperatur nämlich über 50 Grad steigen, so klumpt das Natriumpersulfat und die Ätzlösung ist nicht mehr so intensiv. Bei zu niedriger Temperatur oder sogar Zimmertemperatur dauert der Ätzvorgang hingegen etwas länger. Bevor der eigentliche Ätzvorgang letztendlich startet, lassen sich noch kleine Fehler, also Stellen, auf denen kein Toner ist, aber welcher sein sollte, noch korrigieren. Dazu einen säurebeständigen Edding oder Filzstift verwenden und einfach auf dem Platine-Layout die entsprechend freien Stellen nachbessern.
Selbstverständlich sollte das Zimmer, in dem geätzt wird, sehr gut belüftet sein. Und auch sonst noch ein paar Worte zur Sicherheitsausrüstung. Bitte unbedingt während des Ätzens oder in der Nähe der Ätzanlage entsprechende Schutzkleidung tragen. Diese besteht mindestens aus chemieresistenten Handschuhen, in diesem Fall Chemiehandschuhe, oder, falls keine zur Hand sind, mindestens Haushalts- und Silikonhandschuhe und eine Schutzbrille, die vor Spritzern der Säure im Auge schützen soll. Bevor die Platine letztendlich in das Ätzbad gehängt wird, sollte noch einmal die Temperatur überprüft werden. Wie schon erwähnt, sollte diese möglichst nah an 45 Grad Celsius sein. Wie schon erwähnt, für den folgenden Schritt unbedingt Schutzkleidung, also Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Es wird also im Ätzgerät der Platinenhalter entfernt. Vorsichtig aufgefangen in einer Schüssel und die Platine wird entsprechend eingespannt. Dabei natürlich darauf achten, dass möglichst wenig oder gar keine Ätzflüssigkeit auf den Tisch tropft. Danach die Platine wieder in das Ätzgerät einsetzen und warten. Die Platine hängt nun also im Ätzgerät. Ich werde nun den kompletten Ätzvorgang einmal zeigen. Dieser dauert ungefähr zwischen 7 und 8 Minuten. Gerne könnt ihr im Video natürlich vorspulen. Mir ist es allerdings wichtig, dass der komplette Vorgang einmal ungeschnitten auch gezeigt wird, sodass ihr seht, wie sich das Kupfer langsam verändert und ablöst.
Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, an dem die Kupferschicht schon sehr dünn ist und man sieht bereits jetzt in der Mitte, wie sich die Kupferschicht wirklich ablöst und die grüne Epoxyschicht der Platine zum Vorschein tritt. Dies geht ab einem gewissen Schwellpunkt relativ schnell. Lediglich die Ränder dauern noch 1 oder 2 Minuten länger und generell sollte man lieber ein klein wenig länger ätzen, als die Platine zu früh aus dem Ätzbad zu entfernen. Die Platine ist jetzt fast 8 Minuten im Ätzbad, sieht auch an den Rändern bereits fertig aus und so können wir die Platine jetzt aus dem Ätzbad wieder herausnehmen. Zunächst wird also das Ätzgerät deaktiviert, die Membranpumpe und die Heizung ausgeschaltet, letztendlich der Platinenhalter aus dem Ätzgerät entfernt und die Platine vorsichtig in einer Schale aus dem Platinenhalter entfernt. Zu guter Letzt wird der Platinenhalter wieder zurück in das Ätzgerät gestellt und mit der Platine in Richtung Waschbecken gelaufen. Ach ja, bitte unbedingt das Ätzgerät bzw. das Ätzbad entsprechend konservieren und absichern. Vor der Weiterbearbeitung muss die Ätzlösung natürlich hervorragend gründlichst von der Platine entfernt werden. Dazu noch immer mit Schutzkleidung die Platine sauber unter fließendem Wasser abwaschen und auch die Schüssel, die als Auffangschüssel für die Säure gedacht war, entsprechend gründlichst reinigen. Nach dem Abwaschen der Ätzlösung die Platine mit einem möglichst fusselfreien Tuch abtrocknen und dann können wir einen ersten Blick auf die Platine und das Ätzergebnis werfen.
eventuelle Brücken, die noch entstanden sind oder Kurzschlüsse zwischen einzelnen Kontakten, an denen eigentlich kein Kupfer mehr sein sollte, können problemlos mit einem scharfen Cuttermesser hier nachträglich nach dem Ätzen noch abgekratzt und damit entfernt werden. Und schon wieder kommt unser Aceton ins Spiel, dieses Mal um bei der fertig geätzten Platine den Toner entfernen, also wieder mit einem Baumwolltuch den Toner vorsichtig von der Platine abrubbeln und man sieht hier schon, wie sich die schön geätzten Kupferadern und Leiterbahnen hier sichtbar zeigen und sich der Toner sehr, sehr einfach mit Aceton entfernen lässt. Somit ist die Platine jetzt im Rohzustand schon fertig. Jetzt kommen noch ein paar optionale Schritte zur Veredelung und Konservierung. Im ersten optionalen Schritt geht es um das Verzinnen der Platine. Hierzu nutze ich eine Fittingslötpaste oder auch Weichlötpaste genannt, um die Kupferleitungen der Platine gegen Korrosion oder sonstige Alterserscheinungen zu schützen. Zudem erleichtert es, eine verzinnte Platine später gelötet zu werden. Bei der Fittingslötpaste mit dabei ist ein kleiner Pinsel, mit dem sich die Paste sehr dünn auf der Platine bzw. auf den Kupferkontakten auftragen lässt und im Anschluss erwärmt zu werden. Für den eigentlichen Verzinnungsvorgang wird ein Heißluftföhn oder Heißluftgebläse benötigt, das wir auf einer Temperatur von 330 Grad einstellen und vorheizen lassen. Auch hier bitte Achtung! Das Heißluftgerät bläst mit einer Temperatur von 330 Grad. Deswegen auf Finger und Umgebung Acht geben. Jetzt mit ständig wechselnden Bewegungen über die Platine fahren. Zunächst das Weichlot etwas anschmelzen, damit es ein klein wenig verläuft. Und dann punktuell aufheizen, bis die Verzinnung in Erscheinung tritt. Man sieht es jetzt gleich hier, wie die einzelnen Bauteile wirklich silber hervorstechen. In dem Fall zieht sich die Fittingslotpaste wirklich zusammen und bleibt dann nur auf den Kupferstellen. Dies konserviert also sämtliche Kupferleitungen und beugt Alterserscheinungen vor und unterstützt auch nachher beim Löten, da natürlich schon ein entsprechendes Zinn und Blei auf den Kontakten vorhanden ist.
Bitte unbedingt darauf achten, dass nicht zu viel Heißluft auf der Platine angewendet wird, sonst kann die Platine leicht verbrennen. Die dunklen Stellen, die hier sichtbar werden, ist das Flachs bzw. Flussmittel innerhalb der Weichlötpaste. Das kann im nächsten Arbeitsschritt ganz einfach unter fließendem Wasser entfernt werden. Und hier sind wir auch schon beim Wasserhahn. Dieses Mal ohne Silikonhandschuhe können wir das Flachs einfach unter fließendem Wasser ganz einfach abrubbeln. Auch der letzte Schritt ist optional. Wir bringen einen Lötlack SK10 auf. Der sorgt dafür, dass das Ganze wirklich noch einmal konserviert wird. Es ist ein Flussmittel und erleichtert deswegen auch das spätere Löten auf der Platine. Und so sieht dann also die fertig geätzte und konservierte bzw. verzinnte Platine aus. Herzlichen Dank fürs Zusehen bei meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Feedback in den YouTube-Kommentaren oder auch über einen Daumen hoch freuen. Natürlich dürft ihr meinen Kanal auch abonnieren. Hier wird es künftig noch weitere Elektronikvideos zu sehen geben. Vielen Dank. Tschüss.